Liebe Familien Decker und Schark, einen herzlichen Glückwunsch zur Übernahme dieses Fahrgeschäftes, das nun seinen Weg aus Bayern hier hoch nach NRW gefunden hat. Eine klassische Attraktion, einer der Topspin-Geschäfte, das seit vielen Jahrzehnten Erfolge auf unseren Volksfesten feiert. Ein klassisches Hussgeschäft, ich habe nachgelesen, es soll rund 80 Geschäfte dieser Art geben, viele fest in Parks, wenige davon transportabel auf der Reise. Und wir alle, die wir ja auf den Volksfesten seit Geburt oder seit vielen Jahren zumindest unterwegs sind, wissen, wie viel Freude die Menschen auch an diesem Geschäft haben kann. Ich selbst kann mich beim Oktoberfest daran erinnern, wie viele Menschen Freude haben. Es lebt davon, dass es gut positioniert ist und dass die Menschen, die selbst nicht mitfahren, allein am Zuschauen Freude haben können. Ein Geschäft, das mit seiner Fahrtbewegung Freude macht, um die eigene Längsachse als Pendelfahrt, als Kreisfahrt oder auch mit vielen Loopings der Schaukel, bringt es Freude dazu. Vom Titel her als Topspin Fresh noch der Hinweis auf die installierten Wasserfontänen, die bei schönem Wetter dann eine zusätzliche Freude bringen für die, die drinnen sind, für die, die mitfahren, aber auch für die, die draußen als Besucher vorbeikommen. Wir wünschen euch von Herzen Gottes Segen mit diesem Geschäft, für das wir nun Gottes Segen hier in dieser Stunde auf dem Kirmesplatz in Remscheid erbitten. Wir wünschen euch ein gutes Miteinander mit diesem Geschäft, mit Familie, mit euren Angestellten, die dieses Geschäft von einem Festplatz zum nächsten Kirmesplatz bringen werden. Möget ihr an die guten Erfolgszeiten dieses Geschäftes anknüpfen können mit eurem Engagement, mit eurem Einsatz und mit eurer Zuversicht. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Allzeit gute Fahrt. Ich bin die Micky Schark. Und ich bin der Frank Decker. Ja, Gratulation zur Neuerwerbung. Top Spin und wie der Name schon sagt, Top Geschäft. Ne? Und wie seid ihr da drauf gekommen, jetzt euch so einen Topspin anzuschaffen? Ja, wir haben seit längerer Zeit ein Fahrgeschäft gesucht und bis man dann das Optimale gefunden hat, dauert ja auch seine Zeit. Ja, und dann wurde es der Topspin. Von wo ist der Topspin? Der ist von der Firma Zähler aus München. Wie lange ist er schon auf der Reise? Seit 1994. Also so ein richtiger Klassiker. Ja, und der Hersteller ist ja die Firma Hus. Ja. Wo wird man euren Laden diesen Jahr noch erleben können? Also wir fahren hier von Remscheid aus nach Lüdenscheid, von Lüdenscheid nach Worms. Und ich denke, dann sind wir in Ludwigshafen. So habe ich meine Route noch nicht im Kopf. Auf wie viele Transporter wird der Laden verladen? Auf 4 Transporter. Ja, und ihr habt ja jetzt den Laden übernommen. Und was musstet ihr alles verändern jetzt daran? Wir haben den Topspin von Zähler aus München so übernommen. So haben wir den auch hier aufgebaut. Die DIN-Norm ist schon geändert, also eigentlich war der so, wie er ist, genau aufbaubereit und fahrbereit. Großartig brauchten wir nichts zu verändern. Was wir in Zukunft für uns ändern, ist eine neue Thematisierung. Wann das soweit ist, das wissen wir noch nicht. Wie viele Personen haben da Platz? 40 Personen können dort fahren. Ja, eigentlich braucht man an dem Geschäft ja gar nicht viel verändern, weil das ist ja so, wie man sieht, schon ein Schmuckstück, ne, oder? Ja, eigentlich spricht er für sich. Er ist groß, er ist gigantisch und ja. Mehr kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Ja, Gratulation vom Kirmes, Markus, auf volle Kassen. Danke. Und dann muss ich ja gleich auch noch ein paar Masselfängige reinschmeißen, denn das macht man bei den Schaustellern, um denen Glück zu wünschen, nicht wahr? Ja, genau, so ist das. Haben alle Kollegen und Freunde und Familien schon getan, ja genau. Wird an der Beleuchtung noch was verändert? Also für dieses Jahr, wie gesagt, bleibt er so, wie er ist. Und dann überlegen wir uns fürs nächste Jahr, wie wir was ändern. Also, da wird sich noch einiges ändern. Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, ihr müsst ja auch erstmal ein bisschen
Geld in die Kasse bekommen. Ne? Genau. Weil umsonst gibt es ja nichts. Ne? Nee, leider nicht. Alles wird hart erarbeitet, gerade im Schaustellerbereich. Ja, und es ist ja alles so teuer geworden. Merkt ihr das auch? Ja, natürlich. Das, wenn du einkaufen gehst, merkst du das ja schon. Selbst beim Auto fährst, merkst du das schon an Spritgeld. Ne? Also, genau. Wie ist das eigentlich mit dem Fahrpreis? Also wir Schausteller, ich spreche jetzt mal für alle, wir versuchen immer ein gutes Mittelmaß zu finden, damit alle Beteiligten, die die Kirmes besuchen, auch einigermaßen das bezahlen können. Ne? Wenn wir einkaufen gehen, ist es ja schon so eine Sache, dass wir das alles so auf dem gleichen Level gehalten kriegen. Und so ist es für uns Schausteller auch schwierig, das auch auf dem vernünftigen Grad hinzukriegen. Aber wir versuchen unser Bestes und wollen nicht den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, sondern wir wollen, dass die Leute immer wieder kommen und glücklich sind. Und das ist das Ziel eines jeden Schaustellers. Ja, und das ist auch der Unterschied zum Freizeitpark. Auf die Kirmes kann man auch umsonst gehen, denn gucken ist umsonst. Genau, ne? Gucken ist umsonst. Für das eine oder andere muss man zahlen oder auch nicht, wie derjenige möchte. Aber Zeitvertreib und Freizeitspaß findet man hier zu jeder Zeit. Wie lange geht das hier noch in Remscheid? Das geht bis zum 7. Mai. Aus welchem Ort kommt ihr gebürtig, ihr seid Schaustellerfamilie? Mein Mann kommt gebürtig aus Bonn und ich komme gebürtig aus Euskirchen. Ja, hallo Markus, ich bin der Rico Leon hier. Viele kennen mich ja von TikTok oder vom Ghostwriter eigentlich. Richtig, und wir sitzen ja jetzt im Topspin und kannst du uns mal erklären, wie das hier gesteuert wird? Genau, ich bin heute ausnahmsweise mal am Topspin ausgeliehen. Das Ganze wird eigentlich relativ simpel gesteuert. Wir haben hier unser Podi. Das ist einmal die Geschwindigkeit, um die Fahrt nach rechts zu fahren. Dann drücke ich nach rechts. Wenn ich nach links drehe, fährt das Karussell nach links und halt die Geschwindigkeit jeweils. Das Hauptgerät, was man hier braucht, ist eigentlich unser Fußpedal hier. Und wenn ich hier drauf drücke, ist praktisch die Bremse gezogen. Wenn ich es loslasse, geht die Bremse auf. Damit werden unsere Überschläge dann gemacht. Das heißt, wenn der Topspin der Arm praktisch, ich sag mal, die richtige Position hat, lasse ich die Bremse los und dann macht er die Loopings. Genau, ansonsten, alles andere ist hier Beleuchtung. Dann haben wir noch Automatikprogramme, die können wir hier einstellen. Dann kann ich Automatik fahren, wobei natürlich manuell immer schöner ist. Ja, und das war es auch eigentlich schon von der Technik. Und hast du schon mal an so einem Gerät gearbeitet? Ich habe schon mal am Talokan gearbeitet, im Phantasialand. Deswegen kenne ich mich auch ein bisschen mit Topspin aus. Ist das so dieselbe Steuerung oder ein bisschen anders? Die Steuerung ist eine andere, aber das Prinzip ist das gleiche. Wir sehen ja neben dir noch so ein Gerät hier, so ein Touchscreen. Was ist das denn? Genau, richtig. Hier ist praktisch die komplette Übersicht. Wenn wir mal eine Störung haben oder die Bügelfreigabe ein Problem hat, zudem kann ich sehen, was das Karussell komplett macht während der Fahrt. Wirst du dann in Zukunft an den Laden auch rekommandieren oder wirst du dann mehr beim Ghostwriter anzutreffen sein? Also hauptsächlich natürlich am Ghostwriter. Hier bin ich jetzt nur, weil es ja eine Familie ist und ja, also ein Teil der Familie und deswegen bin ich hier. Du machst das ja auch schon was länger. Wie bist du zur Kirmes gekommen? Ja, wie bin ich zur Kirmes gekommen? Damals am Breakdance angefangen und seitdem bin ich halt durchgehend dabei. Ne? Du bist jetzt aber kein Schausteller, sondern von privat, oder? Genau, richtig. Von privat. Ja, vielen Dank und danke dir well. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns ja vielleicht mal beim Ghostwriter, oder? Richtig. Ja, und für alle, die dann hier noch vorbeikommen wollen, ne? Wie lange seid ihr noch hier? Wir sind bis zum 7. Mai hier.